Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Part zu Shin Megami Tensei 5. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ja Leute, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Shin Megami Tensei 5. Ich habe jetzt nach langer Suche nach dem letzten Mal gefunden, wo der letzte Mii-Mann ist, beziehungsweise den Weg zu ihm, und das war eine mehr als versteckte Höhle. Ist ja kein Wunder, dass ich ihn nicht instant gefunden habe letztes Mal. Ich hatte im Übrigen recht, ich bin hier hinten in dieses Eck reingegangen. Und genau an der Stelle da war ein Mii-Mann. Also wir haben nur noch drei vor uns. Die sind in diesem Irrgarten da oben. Wir gehen aber erstmal hier hin. Dann können wir nämlich noch eine Nebenquest mitnehmen. Da muss ich eventuell keine extra Folge dafür machen. Wenn ich jetzt mir vornehme, einfach in den Folgen jetzt einfach stets eine Nebenquest mitzunehmen. Was wolltest du von mir? Ich muss mal eben kurz gucken. Sind Sachen, die können wir eigentlich heute mit erledigen. Ich würde sagen, machen wir erstmal den Boss. Und danach kümmern wir uns um die Nebenquest. Ich hole übrigens jetzt mal mein richtiges Team wieder zusammen. So. Ich hoffe, ich finde den Gang nach oben recht schnell. Also der war nicht mega versteckt, als ich ihn das erste Mal gefunden habe. Also war jetzt auch nicht so mega offensichtlich. Hier ist der, meine ich. Ja, hier kann man hochklettern. Guck, dann ist da so dieses Geläusch und da erscheinen dann Treppen. Muss ich nur gucken, dass ich auch alle Mii-Manns mitnehme. Ich denke mal, die sind alle mit irgendwo auf dem Weg. So, hier müsste ich irgendwie rüberkommen. Ich weiß gar nicht, ob ich das von der Seite aus kann. Ich kann ja mal gucken, eventuell komme ich da ja hoch. Ja, ich komme hier noch hoch. Okay, der Mii-Mann wäre eingesammelt. Dann fehlen nur noch zwei. Hier könnte ich für eine Kiste, glaube ich, runterspringen. Ne, die ist sogar ganz unten. Die kann ich mir hinterher holen. So, die Plattform nicht verfehlen. Ich will ja nicht den Weg nochmal laufen. Was die Drachenschuppen angeht, gucke ich, dass ich die einfach vor der nächsten Folge hole. Oh, ich will hier nicht runterfallen. Ich muss dann nämlich den ganzen Weg nochmal laufen. So, hier komme ich jetzt eventuell zu dem Mii-Mann, den wir gerade auf der Karte gesehen haben. Oder auch nicht. Naja, von weiter oben sieht man mehr. Da wäre ein Fafnir. Ich glaube, das wäre der höchste Punkt aus schon gewesen. Ich gucke erstmal, was hier unten alles ist. Hier ist auf jeden Fall ein Geheimweg. Der führt wahrscheinlich zu der Glorie. Nee. Der ist einfach nur Scam. Mich interessiert, wie ich an den Mii-Mann da hinten komme. Das interessiert mich jetzt gerade wirklich am meisten. Ah, ich verstehe schon. Ich müsste von hier aus einen gewagten Sprung machen. Den hole ich als letztes.
Das wird der letzte Miman sein, den wir holen. Ich habe nicht vergessen, dass da eine Lücke ist. Ich denke mal, für den Boss werden wir nicht lange brauchen. Weil er wird wahrscheinlich auch ungefähr auf demselben Level sein wie die anderen. Das Problem ist, dass ich nicht weiß, auf welchem Level ungefähr der Endboss sein wird. Und vor allen Dingen, wer von denen das sein wird. Das wären sehr interessante Informationen. Kann ich doch 100% einen höher irgendwo. Wie das Spiel schon sagt, hier ist eine Glorie. Ach, die ist unter mir. Okay, ich hoffe einfach, dass da oben Drachenlinienquelle ist. Sonst muss ich zweimal nochmal hier hoch. Über mir ist nochmal ein Miman. Ich habe keinen Bock, diesen Weg nochmal zu laufen. Da bin ich ganz ehrlich. Deswegen, ein Drachenlinienquell wäre ein Segen. Wenn ich jetzt mal einen bekäme. Sonst muss ich zwei, dreimal hier nochmal hochlaufen. Ah, danke. Okay, wir haben den Drachenlinienquell. Komagata. Ich heile mal alle durch, falls irgendwer gerade braucht. Okay, sind alle noch voll. Ich weiß gar nicht, wer ist der Gott hier? Ich glaube, das war der Ägyptische, ne? Nee, der Nordische. Hier ist der Nordische Gott. Ich kann von oben ja scouten. Da ist die eine Glorie, an die komme ich easy peasy dran. Einfach hier runterspringen. Ich habe ja die Teleportmöglichkeit da oben. So, dann hole ich jetzt noch die andere Glorie und den Miman. Jetzt habe ich ja den Teleport hier oben. Jetzt kann ich da ruhig runterspringen. Hier soll auch noch ein Miman sein. Kann sein, dass der unter mir ist. Ich guck mal. Ist unter mir eine Platte? Ja. Aber nicht die, die ich glaube ich haben wollte. Nee. Überhaupt nicht. Hier ist noch eine Platte. Gammelt der denn da? Gar mit einem Mitama, den ich nicht mehr kriege. Jetzt wisst ihr, wo ihr den roten Mitama findet. Ich will den. So, Leute, ich habe jetzt mich erstmal für die Glorie hier entschieden. Und immer noch keine Peilung, wie ich an den Miman da dran komme. Aber wir holen jetzt erstmal noch den anderen. So, jetzt kommt der gewagte Sprung zu diesem Miman. So, den haben wir. Ich kann mir gut vorstellen, dass zu dem letzten Miman irgendwo eine Treppe hinführt. Weil ich bin ganz ehrlich, ich sehe nicht so wirklich den Weg zu dem da. Ich weiß ja, wo der sitzt, aber wo komme ich da hin? Von der Seite aus sehe ich jedenfalls keinen Weg. Wir machen erstmal den Boss und dann kümmern wir uns darum. Aber vorher gebe ich die Glorie aus. Sie hat mittlerweile nur noch einen Zweck. Und das ist, das hier zu steigern. Ich könnte meine physischen Fähigkeiten steigern. Oder Allmacht. Ich nehme die physischen. Feuer und so weiter macht keinen Sinn. Weil ich habe keine solchen Fähigkeiten. Werde wahrscheinlich auch keine bekommen. Ich denke mal nicht, dass wir jetzt unbedingt einen Speicherstand jetzt hier brauchen. Ja, hier ist jetzt der Odin. Der wäre ja auch Stress. What's the situation? Is it truly so difficult to find a human with my knowledge? Hm? You're that Nahubino from the Japan branch.
Was führst du im Schilde? Need you even ask? I will take my true form as a Nahobino like you. But in order to do that, I'll need the human who bears my knowledge. Even as we speak, my Valkyries scour the world for them. I confess I was skeptical. Even if I were reunited with my knowledge, would that truly be enough to reclaim my birthright? But now a living example has fallen into my lap. I will destroy you and pry the secret of your power from your corpse. Okay, Odin ist keiner von den Guten. Death at my hands shall earn you your place in Valhalla. Ja, auf nach Valhalla. So, Odin. Sein Angriffsschaden ist auf jeden Fall schon mal gesenkt. Das kann nur gut sein. Der ist Level 72, den schaffen wir. Und er mag Wind nicht. Er ist genau wie Zeus. Das heißt, Sif und Kurama. Tau bleibt. Ich brauche eigentlich ja nicht mal die Schale der Hygia machen, ne? Die ist komplett sinnfrei. Weil der macht so oder so nicht genügend Schaden. Also mache ich jetzt einfach Licht des Gesetzes. So, der wilde Wirbelhieb ist jetzt auf plus 7. Ich habe ja mittlerweile auch die Fähigkeiten durch die Abszessen, dass ich alles auf plus 9 bringen könnte bei mir. Außer den Statuseffekt-Dingern. Die kann man nur auf 5 boosten. Steckt seinen Stab in den Boden. Okay, Kurama ist hierfür viel zu schwach. Das konnte ich mir aber auch schon denken. Am besten einfach irgendwen, ja, ich nehme Thor. Halt, der gegen Elektro immun ist. Komm, mach mal einen Glanzbonbon. Dann passt das schon. Mit ihm mache ich einfach durchgehend den Muskelschlag. Das wird schon Schaden machen. Er macht mehr Schaden, je mehr Leben man hat. Ich werde Kurama aber natürlich vorher noch eben kurz beleben, bevor wir den jetzt weiter bekämpfen. So, aber in den Kampf kommt er nicht, weil der wäre ja One-Shot. Hätte ich ihn trainiert, dann eventuell nicht. Aber in der Hinsicht muss ich mal wirklich ehrlich sein. Ich habe halt einfach keinen Bock, hier durchgehend diese Mitamas zu farmen. Da mal wirklich Hand aufs Herz. Es macht einfach keinen Spaß, diese Mitamas zu jagen. Es ist einfach nur anstrengend und es ist nervig. Und nach ungefähr einer Stunde mit damals jagen, habt ihr auch keinen Spaß mehr. Er kann ja nur jeden Wirbelhieb eigentlich machen. Kann er wie Schirm. Und er kann meine Statusstärkungen wegmachen. Was bist du denn für ein Dreckiger? Ich mache jetzt durchbohren drauf. Das wird jetzt richtig saftig. Schändung des Landes. Ich will Gift auf dir sehen. Schade. Irgendwie ist das nicht mal ansatzweise so stark, wie ich es mir vorgestellt habe. So, ich will meine Booster wieder haben. Das wäre sehr nett. So, noch ein zweiter Versuch. Ich habe ihn vergiftet. Ja. Ach ja, Odins Speer, die hieß ja Gungnir. Aus der alten Mythologie. Ich erinnere mich.
Die haben alle einen mythologischen Bezug, die Viecher. Ich könnte ihn abschwächen. Das Gute mit dem Aimagatsui-Ding, was ich letztens erhalten habe durch die Abzessen. Der würde jetzt mit dem einen Angriff keinen Schaden machen. Da brauche ich nur noch die halbe Leiste, wenn ich den Ultra nutze. Ist auch richtig gut. So, wieder Cannabis-Schirm. Ist eigentlich das Simpelste, was ich machen kann. Schön, dass du Zeus. Ach, dass du Thor heilst. Ja, halt absorbieren bei Elektrizität. Ist einfach nur nett. So, ich mache einfach das hier. Und die lasse ich verteidigen. Den Drachenschlag. So, sie soll weiter verteidigen. Ein bisschen MP sammeln. Ah, der hat das Gift verloren. Der wird jetzt wahrscheinlich wieder Gungni einsetzen. Panemischirm. Windreffenschlag, der ist gleich tot. Ein Statuseffekt geht gleich auch weg, aber der wird wahrscheinlich vorher noch mal in die tilgen. Das könnte ich mir gut vorstellen. Macht Morakumo eigentlich mehr Schaden? 800, das geht. Aua. Ja, der müsste jetzt gleich tot sein. Dann haben wir beim nächsten Mal, glaube ich, die Nebenquest-Folge, wo wir dann versuchen, noch alle restlichen Nebenquesten abzuschließen. Weil der gute Odin, der stirbt ja jetzt. Ich will aber auf jeden Fall gerne noch gucken, wie wir an den letzten Miman rankommen. So, this is the power of a Nahubino. Tell me, Nahubino, what do you intend for this world? Sie muss erhalten werden. You may take the Nahubino's form, but a human heart still. But I suppose it is no longer my place to say. Damit haben wir alle Schlüsse, ne? The Imperium, otherwise known as the These pillars are known as you have obtained the key to one such while it is true that a great force opposes the natural will of the world. That force must never be denied. Balance to enact change requires a powerful driving force. However, a world you have obtained all three keys. You now have the right to tread the same path that the Creator and I once did. Follow the goddess. Make. Huh? What's wrong with me? I can hear this voice in my head. Okay. There you are. I finally found you, Amanazako. This is bad. Very, very bad. Sorry, I gotta run. Just promise you'll come see me again later, okay? Ciao. You won't escape. Meine kleine Freundin ist gerade abgehauen. Oh, ich habe ein Level up. Ich gönne mir Stärke. Ich kann Odin zumindest jetzt craften.
So, mich interessiert immer noch, wie ich zu dem da unten hinkomme. Wenn ich mich gefunden habe, seht ihr ihn gleich. Leute, ich glaube, ich habe den Weg gefunden. Ja, habe ich. So, ganz versteckt hier. So eine ganz kleine Plattform. So, das war der letzte Mii-Mann. Wir haben alle 200. Dann holen wir uns mal unsere Mii-Mann-Belohnung ab. Außerdem will ich Odin craften. Ja, viel Glorie. Und ganz viel Hauch. Gern geschehen. Was habe ich denn jetzt noch freigeschaltet? Jedenfalls nix. Ein paar unnötige Essenzen. Willst du mich eigentlich... Keine Worte. Es würde sich nirgendwo lohnen, die zu kaufen. Aber hey, Leute. Alle Mii-Manns. Jetzt gebe ich eben kurz noch die Glorie aus. Und die Hauchs, die nutze ich alle vor der nächsten Folge. Dann holen wir uns jetzt noch ein paar Booster. Und dann müssten wir eigentlich bald mit dem Spiel fertig sein. Sind jetzt halt nur noch die ganzen Nebenquesten. Welcome. So, ich gönne mir eben kurz... Ich könnte mir den physischen Meister holen. Dunkelheit kostet mich so gut wie nichts. Ich hole Dunkelheit ein. Dann würde ich sagen, Allmacht sollte ich eventuell noch boosten. Und dann booste ich noch meinen Cannabis-Schirm. So, was kostet mich denn Odin? Nur 50.000. Ja, und Thor würde zu Odin werden. Mit einem richtig heftigen Mitama-Killer-Angriff. Nice. Du kriegst auf jeden Fall den Blitzdrachenschlag. Dann mache ich Annullierung Kraft bei dir natürlich rein. Das Pleroma. Okay, der hat richtig gute Techniken. Ja, und dann noch Ziobarion. Das ist den Donner der Wahrheit. Ach, die Fähigkeit. Und damit hätten wir Odin. My name is Odin. Lass uns im Bunde streiten. Indeed. Kritischer Ehrgeiz will ich nicht. Donner der Wahrheit würde ich jetzt auch nicht zu wirklich nehmen. Aber das Elektro-Giga-Pleroma, das nehme ich auf jeden Fall. Ja, trübes Aufblitzen brauche ich nicht, weil ich habe ja Gungnir. Ich gucke jetzt mal ganz kurz auf der Karte. Da haben wir eine Nebenquest. Da. Die Glorie hole ich auf jeden Fall noch. Hier oben ist nichts mehr. Hier haben wir noch diesen einen Special-Kampf. Und das war's dann eigentlich auch schon. Danach heißt es halt nur noch, ziehen wir in die Schlacht. Gut, Leute, dann haben wir eine Aufgabenliste fürs nächste Mal. Der Part ist bei mir ein bisschen länger geworden. Ich hoffe, ich habe es ein bisschen kürzer geschnitten. Wenn es euch gefallen hat, ihr kennt den Drill, ein Like da lassen, ein Abo und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!